Promi-Geflüster, heute wieder aus dem Homeoffice, so wie wir es die letzten Wochen schon jetzt gepflegt haben, denn wir müssen ja zu Hause bleiben. Und auch zu Hause geblieben ist meine heutige Interviewpartnerin, die Melissa Naschenweng. Wir kennen sie. Letztes Jahr haben wir uns noch am Bodensee getroffen, auf der Seebühne Bregenz. Und ich sage mal hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Servus, Christi. Ja, auch schön zu Hause geblieben, oder? Natürlich, klar. Natürlich, mittlerweile bricht jetzt schon die fünfte Woche an, wie ich zu Hause bin. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich an das Zuhause-Leben gewöhnt. Ich war ja sehr viel unterwegs die letzten 2 Jahre und jetzt habe ich einmal Zeit für Sachen, die sonst auf der Strecke geblieben sind, vor allem einmal ein bisschen mein Chaos beseitigen zu Hause, ein bisschen zu kochen, ein bisschen Friseur zu spielen. Und natürlich ist es eine sehr, sehr schlimme Situation momentan, aber ich versuche immer in allem das oder aus allem das Beste draus zu machen. Und Ja, so versuche ich halt jetzt zu Hause mein Bestes zu geben. genau, da bleibt natürlich wahrscheinlich uns allen nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen, ganz klar. Ich denke mal, es wird jetzt auch bald vorbeigehen und dann kann man wieder rausgehen und sich dann auch wieder persönlich irgendwo treffen. Steht auch eine neue Single bei dir im Raum. Und zwar, wie heißt sie schnell? Ich schaue gerade, Moment, Sekunde, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen rein, sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Dein Herz verliert, genau, richtig. Eigentlich eine ganz, ganz andere Nummer, wie man es sonst so von der Melissa gewohnt ist. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also Dein Herz verliert ist der erste Vorbote für mein neues Album Lederhosenrock, welches im September dann erscheinen wird. Und Herz verliert war eigentlich nicht für die CD gedacht, sondern eigentlich nur für mich selber. Das ist eine Geschichte aus meinem Leben und habe mich aber dann doch dafür entschieden, den Song zu veröffentlichen, weil er mir selber so gut getan hat. Und ich glaube einfach, wenn einem selber etwas gut tut, dann kann es vielleicht anderen auch gut tun. Und habe mich entschieden, trotz allem in dieser Zeit eine Single zu veröffentlichen. Es haben viele gesagt, ja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder nicht. Aber natürlich kann in dem Moment keiner sagen, wann der richtige Zeitpunkt sein wird. Mhm. Und meine Meinung ist, dass die Menschheit momentan mehr Musik braucht denn je. Denn Musik tut der Seele gut und alles, was der Seele gut tut, stärkt das Immunsystem. Genau, genau. Also da hast du vollkommen recht. Ganz genau. Und wenn ich es, glaube so richtig in Erinnerung habe, das war gleich so zu Beginn der Krise oder fast noch, ja, doch 11. März sowas, wo es losging, da warst du, glaube ich, einer der ersten, ist mir jetzt zumindest so aufgefallen, die mit einem Wohnzimmerkonzert sozusagen begonnen hat. Ne? Ja, also ich war da mit meiner Band am Proben und man hat halt schon gemerkt, okay, die einen oder anderen Konzerte sind schon abgesagt, die größeren. Da war noch die Regelung, dass bis zu 100 Indoor und 500 Outdoor erlaubt sind. Mhm. Und dann haben wir mal irgendwie gedacht, es wäre doch schön, wenn wir mit der Band vom Wohnzimmer aus live gehen würden. Habe natürlich damals nicht damit gerechnet, dass wir uns jetzt vielleicht so lange nicht sehen können. Aber es war echt ein schöner Moment und es war ganz ein anderes Feeling, vor allem wenn dann niemand klatscht und du denkst, keine Ahnung, gefällt es ihnen leid oder gefällt es ihnen nicht. Aber das hat sehr guten Anklang gefunden und ja, ich war da glaube ich echt ziemlich vorne dabei, also bei den ersten einmal, die das veranstaltet haben. Ja, gute Sache, genau. Und seitdem machen es ja fast täglich sehr viele Kollegen oder ja, eigentlich jeder, wo mittlerweile hier mit dem Internet verbunden sein kann, macht die Sachen, genau. Und ich glaube, am Ende der Krise sind wir alle hier perfekt in Sachen Social Media und Skypen und so weiter, ne? Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei deine Instagram-Seite auf, deine offizielle. Da haben wir jetzt doch ein paar Fotos schon mal so ins Auge geschossen sozusagen. Hier da zum Beispiel mit dem Hasen auf dem Arm. Das war jetzt ein ganz aktuelles, gell? Das war jetzt zu Ostern, ja, mit dem Hasen von meiner Tante. Und ich habe mir gedacht, also ich liebe ja Tiere. Und der Hase hat halt natürlich perfekt zu Ostern gepasst. Das war ja mein erstes Ostern nach, glaube ich, 5 oder 6 Jahren, wo ich zu Hause war. Also ich habe das schon sehr genossen. War es ein bisschen anders jetzt so grundsätzlich, wenn man jetzt gar nicht raus darf, Verwandtschaft und so groß nicht treffen darf und alles?
Ja, man muss schon sagen, dass man merkt, dass es anders ist. Natürlich viel ruhiger und vielleicht sogar entspannter, weil wir sind eigentlich eine sehr, sehr große Familie. Wenn es zu Familientreffen kommt oder kommt, dann ist da immer was los und sowas einfach jeder für sich. Aber wir haben uns natürlich gegenseitig angerufen. Wir haben auch trotzdem Eier gefärbt. Also wir haben uns jetzt die Osterjause trotzdem dann reingezogen, aber halt nicht zu 10, sondern nur mal zu 5. Ja. So, dann habe ich da noch ein nettes Bild entdeckt. Da ist sie voll in Action, die Melissa, hat einen Dampfstrahler in der Hand und spritzt einen Traktor ab. Ja, unser Traktor, der braucht natürlich auch einen Osterputz. Und ja, man weiß halt wirklich nicht mehr, was mit der Zeit anzufangen. Und das sind einfach so schöne Sachen, die ich früher als Kind immer gemacht habe, liebend gerne sogar mit dem Papa immer wieder im Stall gegangen. Und jetzt habe ich mal gedacht, wenn wir einen Dampfstrahler in Traktor der Zeit anpassen und dann mal schön aber spritzen. Dann gibt es Aussichten auf ein anstehendes Konzert am 19.09., was hoffentlich dann auch bis dahin wieder stattfinden kann, denn es ist eigentlich schon ausverkauft, ne? Auf der Festung Kufstein. Ja, also ich bin total überrascht, weil ich hätte natürlich schon damit gerechnet, dass einige kommen, aber dass jetzt schon ausverkauft ist, vor allem jetzt in einer Zeit, wo man gar nicht glaubt, dass man Tickets verkauft, ist es natürlich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Vor allem, es ist einfach die Wertschätzung von die Leute da und das freut mich einfach so, dass sich die ganze Arbeit jetzt ausgezahlt hat. Und wir haben jetzt mit der Kufsteinburg Rücksprache gehalten und wir haben jetzt das Kontingent erweitert. Das heißt, es gibt jetzt wieder Tickets, wir werden größer und ich freue mich schon richtig drauf, weil natürlich Album wird präsentiert. Und es ist halt das erste Open Air mit Band, also viele, viele besondere Momente kommen da eigentlich jetzt zusammen. Und ich werde natürlich nicht nur Konzert spielen, sondern ich werde auch eine Überraschung preisgeben. Oh, da sind wir schon gespannt, genau. Dann würde ich noch, habe ich noch ein nettes Bild. Ich hoffe, ja gut, ihr habt es gepostet, von daher, da steht sie mit Zöpfchen und Brille. Als Friseurin, natürlich. Meine Mama hat eine Haarschneidemaschine bestellt und mein Bruder hat sich als Versuchskaninchen angeboten. Und er hat aber zu mir gesagt, wenn jetzt etwas daneben geht, dann verspricht er mir hoch und heilig, dass er mir eine Glatze rasiert. Und ich habe mich wirklich sehr bemüht. Ich habe noch alle meine Haare dran. Also demnach ist es gut gegangen, Es ist gut gegangen und er hat dann in den Spiegel geschaut und hat zu meiner Mama gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, dass sie das zusammenbringt. Also er hat mich ganz klar unterschätzt. sozusagen Not macht erfinderisch. Ja. Jawohl. Dann sieht man dich hier noch in der Küche. Spinatknödel. Ich liebe mittlerweile wirklich die Arbeit vorm Herd, hinterm Herd. Ich koche sehr, sehr viel. Ich backe auch sehr gerne. Und ich bin so Spinatknödel zählen zu meinen Lieblingsgerichten. Ich habe auch Kärntner Nudel schon gemacht und habe echt eine Freude, weil die Leute die Rezepte auch nachmachen zu Hause. Und das ist für mich echt ein gutes Gefühl, wenn man kocht und nebenbei noch anderen einen Denkanstoß fürs nächste Mittagessen gibt. Ja, sehr gut. Doch, die sehen auch sehr lecker aus, zumindest was du da in der Hand hältst. Genau. Da waren sie noch roh oder sind sie da gerade aus dem Ah, da habe Topf ich sie gerade gekommen? geformt, ja, Ja, und dann habe ich sie ins Wasser getan und genau. dann, ja, Sehr schön. mittlerweile sind sie schon alle gegessen. Ja, prima. Also, man sieht, Melissa ist aktiv und natürlich gibt auch vieles zu tun im Haus, ums Haus und was man halt so anstellt in der Corona-Zeit. Deswegen, man muss ja jetzt wirklich gerade dazu sagen, es ist viel zu tun, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es ausschaut. Aber wenn die Zuschauer sich jetzt denken, wo sitzt? Nee, ich sitze tatsächlich da am Boden neben der Steckdose, weil halt schon meine 100% Akku weg sind. Und jetzt bin ich da natürlich geschwind, weil du ja auch dein Zeitprogramm oder deinen Plan hast, Genau. sitze ich da jetzt am Boden vor der Steckdose. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee. Also, wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen in dein Wohnzimmer reinschauen dürfen. Deinen Instagram-Kanal, den kennen wir jetzt natürlich auch, dass da hoffentlich viele Likes noch kommen zukünftig und würde mich freuen, wenn wir uns dann recht bald wiedersehen. Das Live und Album gesund. Jawohl. ist jetzt nochmal für wann geplant? Sag's nochmal rasch.
Am 4. September 2020, Lederhosenrock. Genau, also wieder richtig typisch Melissa, genau. Jawohl. Sehr Ich freue schön. mich auch und danke für den netten Anruf. Bitte gerne, bitte gerne. Bleib auf alle Fälle gesund, mach das Gleich. Beste und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns bald wieder und dann wieder in alter Frische sozusagen, ne? So schaut's aus. Alles Gute, gesund bleiben. Danke dir. Bitte gerne, bis bald. Servus.